Eine wirklich sehr, sehr große Herausforderung beim Schreiben für mich ist das Anfangen. Das würde ich sagen, ist so das erste Drittel oder die erste Hälfte. Also ich wage mal zu sagen, egal wie gut und versiert jemand im Schreiben ist, wenn man einen neuen Text beginnt, sei es ein Paper oder eine Abschlussarbeit, ist es halt die ersten Tage oder Wochen, je nach Umfang, ist es einfach schlecht. Also ich weiß zum Beispiel noch, dass ich mit Kollegen gesprochen habe, relativ früh am Anfang der Dissertation, die mir dann gesagt haben, sie schreiben 10, 15 Seiten am Tag. Wo ich am Anfang dachte als Doktorand, wie soll das möglich sein? Ich bin froh, wenn ich irgendwie ein, zwei Abschnitte schreibe. Das ist ja für alle Doktoranden immer so, man muss sich erstmal beweisen, man muss erstmal zeigen, auch sich selber, dass man in der Lage ist, einen wissenschaftlichen Text zu schreiben, der akademisch und intellektuell ein gewisses Niveau erreicht, der eben, wo man sich erstmal beweisen muss vor sich selbst und zeigen muss, ich kann das, ich bin überhaupt dazu in der Lage. Und es war schon ganz offen gesagt so, dass ich daran starke Zweifel hatte. Das habe ich noch in sehr intensiver Erinnerung, weil da macht man auch Krisen durch und lernt auch selber, wie man dann mit diesen Krisen umgeht. Es ist ja nicht so, dass man auch als erfahrener Schreiber, zu dem ich mich dann doch auch irgendwie zählen würde, als Postdoc dann irgendwann mal alle Herausforderungen überwunden hat, sondern die sind ja dann auch sozusagen immer präsent und immer wieder stellen sich immer wieder neu. Für mich eine der größten Herausforderungen ist eigentlich dieses Problem, dass man, gerade wenn man sich tief eingearbeitet hat, in einem Gegenstand eigentlich so viele Sachen im Kopf hat und das Gefühl hat, eigentlich alles aufschreiben zu wollen. Aber, und das ist, glaube ich, bei Hausarbeiten nicht anders als bei wissenschaftlichen Artikeln oder Buchprojekten, dann doch oftmals nicht genug Platz hat, um alles auch aufzuschreiben. Da muss ich sozusagen mein inneres Vorhaben so weit umgrenzen und eingrenzen, dass es tatsächlich auf diese 15 Seiten passt. Und es ist immer ein schwieriger Punkt zu sagen, okay, jetzt ist es fertig oder so weit fertig, dass ich es einreiche darf. Kann. Mit dieser Schwierigkeit umzugehen, im Kopf eben sehr viele Sachen zu haben und die irgendwie auch zu Blatt bringen zu wollen, aber das nicht zu können. Die liegt dort, dass man Dinge auch wieder loslassen können muss. Also Dinge, die man geschrieben hat, löschen, wegschmeißen, sagen, das war's nicht. Und zwar nicht nur halbe Sätze, nicht nur Absätze, sondern auch mal Seiten oder wenn es ums Schreiben von Büchern geht, tatsächlich auch Kapitel. Also die Selbstzweifel während der Doktorarbeit, die waren eine der größten Herausforderungen. Und die haben mich auch immer wieder zu dem Punkt gebracht, wo ich nicht richtig weiterschreiben konnte oder wo ich dachte, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, weil ich es mir selber nicht so richtig zutraue. Und ich erinnere mich, dass ich damals eine gute Bekannte hatte, die sagte, die war schon ein paar Jahre älter, die konnte sich erinnern an ihre eigene Doktorarbeit und die sagte zu mir, ich habe selber einen Trick gefunden und den würde ich dir gerne weitergeben. Du musst dir ein kleines Stofftier auf die Schulter setzen und dieses Stofftier musst du ab und zu streicheln. Dieses Tier ist dein Selbstzweifel. Den musst du aus dir rausbringen, setz ihn dir auf die Schulter, streichel ihn ab und zu und dann ist alles okay, dann kannst du befreit davon losschreiben und musst dir keine Gedanken mehr über diese Frage machen, ob das, was du da tust, gut genug ist. Ich habe das dann ehrlich gesagt nicht ganz so umgesetzt. Ich habe mir kein Stofftier besorgt. Egal, es hat trotzdem funktioniert. Ich habe mir irgendwie durch diese Anekdote klar gemacht, du musst diesen Selbstzweifel einfach ausschalten. Es ist egal, ob das auf diesem oder auf jenem Level ist. Darum geht's überhaupt nicht. Mach dich davon frei.